Wir versuchen uns am Kanu fahren. Ich bin schon mal drin. War gar nicht so einfach und es wackelt. Schau mal, wie es jetzt wird. Das hat mir auch nicht geholfen. Ich habe da ja gerade das Boot festgehalten. Ich kann ja auch dein Boot festhalten. Gibst du mir das Paddel? Schönen Nachmittag. Wir waren Rainbow River Springs, glaube ich, heißt es genau. Haben da eine Kajaktour gemacht mit durchsichtigen Kajaks. War richtig cool. Der Alec hat uns da geleitet. Wir hatten das Glück, dass wir nur zu zweit waren, keine anderen Gäste gebucht hatten und so wir wirklich eine private Tour hatten. War ziemlich cool. Ist ein sehr, sehr klares Wasser da. Sieht man die Fische, sieht man Schildkröten, sieht man Vögel. Ja, war echt cool und nachdem wir ja gestern so gut geübt haben mit dem Kajakfahren, hat das heute schon ziemlich gut funktioniert. Ja, danach haben wir noch einen Tipp bekommen von Mario, dem Chef von dieser Firma, die das macht, dass wir zu dem State Park, Rainbow City State Park fahren. War auch ganz cool, ist eigentlich ist ein See, in dem man auch schwimmen kann oder ein Quellsee. Gibt es einen eigenen Badebereich, hätte man auch wieder Kanus oder Kajaks oder so aus. Wir sind nämlich Kanu gefahren, nicht Kajak. Und der Fluss, an dem das Haus hier liegt, ist übrigens nicht der Homosassa River, das habe ich vorgestern falsch gesagt, das ist der Czesachowicka River. Und so heißt auch die Stadt da, Czesachowicka. Ja, hört sich fast ein bisschen russisch an. Naja, jetzt hole ich mir erstmal einen Snapple. Und dann geht es wieder raus in die Sonne, es hat ungefähr 30 Grad und danach gibt es noch ein Barbecue
Wir haben Burger gekauft, wir haben hier noch ein bisschen Käse, der weg muss, und den leckeren Salat, den es auch die letzten Tage schon gab. Vorgestern gab es den abends. Der ist schon fertig geschnitten mit Dressing, mit Walnüssen, Äpfel und so weiter und war unglaublich lecker. Deswegen haben wir den heute auch nochmal bei Purples gekauft. Ja, und jetzt gibt es erstmal eine Flasche Snapple. Diet. Kleine Korrektur, es gibt Milch, nicht Snapple, weil den Behälter können wir nicht mitnehmen, beziehungsweise Milch im Auto lassen morgen. Bei 30 Grad ist vielleicht ein bisschen uncool. Snapple lassen wir einfach im Auto liegen und den kann ich dann morgen oder übermorgen auch trinken. Deswegen trinke ich jetzt die Milch aus, dann die muss weg. Noch eine Geschichte, wir waren wieder bei Publix und haben für heute Abend hier eingekauft. Natürlich gab es ganz viele Plastiktüten, ist klar, aber wir haben auch Wein gekauft. Gab es natürlich, wie man es aus dem Fernsehen kennt, in der Papiertüte, dass keiner sieht, dass wir Alkohol gekauft haben.